Onlar YouTube yıldızı. Stefani ve Alan Radke çifti Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Aime köyünde papaz olarak görev yapıyor. Unser Anliegen ist es, Queer und Kirche zusammenzubringen. Ancak bölge piskoposu bu fikre bayılmıyor. Diese Beziehungsgeschichte, die da permanent ausbreiten, Leute, das brauche ich nicht. Ve bir de cemaat var. Yani YouTube, kilise, köy ve queer. Bunlar birbirine uyabiliyor mu? Und du bist dabei, dann mach ich mich für dich frei. Da seht ihr jetzt unseren Sperma-Kryo-Behälter in unserem Auto. Es ist grün. Denn wir mussten ihn gerade selber abholen. Ich bin gerade im Fahrstuhl mit Sperma. Und jetzt stehen wir hier mit einem positiven Schwangerschaftstest. Tatsächlich hat sich durch diese Nachricht, da ist ein Kind in mir, ich werde Mutter, wir werden eine Familie, hat sich ganz schön was verändert. Auf einmal habe ich da Gefühle für dieses Kind, die krass sind. Da ist einfach auf einmal Liebe für dieses Wesen in meinem Bauch. Anders Amen, yani Farklı Amin adlı YouTube kanalı ilk 6 ayda 10 binden fazla abone kazandı. Almanya'daki Protestan Kilisesi'nin sosyal medya atağının en başarılı formatı denilebilir. Videolar Aime'deki papaz evinde kaydediliyor. Prodüksiyonu da Kilise Radyosu'ndan Lukas Schinke tarafından yapılıyor. Das hätte man sich vor 5 Monaten noch überhaupt nicht denken können. Dann kam Corona, es gab einen Digitalisierungsschub in der Kirche und ja, jetzt vielleicht entwickelt sich durch sowas wie Anders Amen dann eine ganz neue Form von Kirche, die man sich früher nicht hätte vorstellen können. Aslında Steffi gelen negatif yorumları pek umursamıyor. Ancak bir cemaat üyesinden gelen bir eleştiri onu çok üzdü. Öyle ki çekimi terk etmek durumunda kaldı. Weißt du, was mich hemmt? Das ist diese Nachricht, wenn ich meine Stimme verstelle, bin ich albern. Dieser Post verhemmt mich gerade. Ah! Aime'de şimdiye dek hep erkek papazlar görev yapmıştı. Kilise sunağının ardında daha önce görev yapan eski papazların fotoğrafları asılı. 3 yıl önce cemaat bir seçimle karşı karşıya kaldı. Ya lezbiyen papaz çifti kabul edecekler ya da kilise belirsiz bir süre papazsız kalacaktı. Stefani Radke 3 yıldır Aime'de papazlık yapıyor. Kominyon ayini öncesi gençlerle son prova. Sırada ayakkabı kontrolü var. Vorne, Twinschuhe hoch, Sohle hoch. Andern. Okay. 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 Ja. Na, Mika, nochmal ein. Du bist aber unsportlich, ja? Okay, gut. Tabanda fiyat etiketi bulunmadı. Ayakkabı kısmı kolaydı. Ama şimdi kominyon kısmı geliyor. Sırada Siebner soyadlı ikizler var. Auch ihr bekennt euren Glauben vor der Gemeinde. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sehr gut. Läuft, Jungs. Läuft. Eine Sorge weniger auf Pastorenzettel. Ancak gençlerin hepsi kominyon öncesi ikizler kadar metne hakim değiller. O nedenle Papaz Radke bir duyuru yapıyor. Das nicht sitzt, blase ich es wirklich morgen ab. Glaubensbekenntnis, ich habe euch das die ganze Zeit gesagt, ihr seid die, die es aufsagen. Ihr müsst es alleine davon aufsagen, ich helfe euch da nicht. Stefani Radke'nin lezbiyen olmasının gençler için bir önemi yok. Onlar için başka şeyler önemli. Kominyona katılacak her gencin papazdan kişisel bir randevu alıp beraber bir etkinlik yapma hakkı var. Seçimi gençler yapıyor. Radke yan çizmemeli. Also Kart ist schon eine coole Nummer, Jungs. Ja. Macht nicht jeder. Größer im Kopf als ich. Ja, go-kart parkuru önünde dışarıda papazla birlikte bir hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Jetzt weiß man, dass man Steffi eigentlich alles machen kann, was man möchte. Und die ist auch nicht sofort sauer oder so oder lehnt das ab. Ich war ja zum Beispiel noch nie Kart fahren, deswegen ist das ja schon auch gut. Und nur weil ich 35 bin, bin ich ja nicht gleich tot. Also das kann ich ja schon noch auch bringen, ne? Ja. Stefanie Radke'nin eşi de o sırada kilisede stajyere son akşam yemeği yani kudas ayinini öğretiyor. Das heißt, in diesem Moment, wenn wir hier vorne stehen, müssten wir uns umdrehen, breiten die Arme aus und singen dann zur Gemeinde. Der Herr sei mit euch. Resmi olarak Ellen aslında papazın eşi ancak kendisi de bir papaz olduğu için eşinin görevlerini devralmasına izin veriliyor. Bunun için herhangi bir ücret almıyor ama kilise papazların eş ve partnerlerinden de belli bir çaba bekliyor. Farklı amin yayını ise iki papazın boş zamanlarında yaptığı bir iş. Sadece prodüksiyon maliyetleri kilisenin medya kaynağından finanse ediliyor. Das würdest du auch stehen. Dein Wunsch nach Exklusivität würde das gar nicht... Wenn ich nämlich noch eine heißere Frau an meiner Seite habe, würdest du mega sterben. Aber ich glaube tatsächlich, das hat viel mit einem selbst zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Laufe seines Lebens lernen muss, zu wissen, wer man selber ist und was für eigene Bedürfnisse man hat. Hannover'deki bölge piskoposu Ralf Meister, Steffi ve Ellen Radke'nin amiri ve piskopos Anders Amen formatının bir hayranı sayılmaz. Ich meine, die machen es nicht für mich. Also, in dem Sinne würde ich sagen, ich bin nicht das klassische Zielpublikum. Insofern gibt es auch viele Dinge, wo ich so nach 3 Minuten denke, oh nee, nicht schon wieder. Oder das ist mir echt zu albern jetzt. Oder diese ganze Zeit auch der Selbstironie oder diese Beziehungsgeschichte, die da permanent ausbreiten. Nee, Leute, das brauche ich nicht. So, aber anderen geht es, die finden genau das interessant. Und ich meine, so ist die Wirklichkeit. YouTube kanalları her iki papaz için de aynı zamanda ruhani bir iş. Kendi çocuk sahibi olma deneyimleri hakkında da açıkça konuşuyorlar. Wie war die neue Statistik? Jedes fünfte Paar kann nicht auf Anhieb alleine schwanger werden. Jedes fünfte Paar, das muss man sich doch mal vorstellen, und die Kirche schweigt zu diesem Thema. Und da ist ein Pastorinnen-Ehepaar, was ja auch den ganzen Weg durchgegangen ist. Wir wissen, wie es ist, einen negativen Schwangerschaftstest nach 2 Wochen in der Hand zu haben, ja, und dafür mega viel Kohle ausgeballert zu haben. Und wir schweigen, obwohl wir dieses Leid auch selber in den eigenen Reihen ja haben. Und Seelsorge ist es auch zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein. So, und Hoffnung zu geben, guck mal, bei uns hat es aber geklappt. Menschliche, gescheiterte Geschichten, das rauszutragen, ist Verkündigung. Und deswegen machen wir das auch. Komünyon için son hazırlık. Bu kilisede tüm yılın en önemli ayinlerinden biri. Bütün cemaat hazırlıklara yardım ediyor. Er muss in die Kuhle, aber das geht nicht. Das geht hier nicht. Nee, das geht hier nicht. Wackelt immer noch. Kann Hani noch ein bisschen nach da? Ayma adlı köyün cemaati 3 yıl önce bilinçli olarak lezbiyen papaz çifti tercih etti. Cemaat, Steffi ve Ellen Radke'ye verdiği bu olumlu yanıttan pişman değil. Die sind als Pastorinnen wunderbar. Das war hier für die Kirchengemeinde wie eine Frischzellenkur. Von so einem ganz konservativen, wie man es eben gewohnt war, Pastor, zu so modern, frisch, vollkommen neu. Also wir haben brechend volle Kirchen gehabt von Anfang an. Ich habe am Anfang gedacht, was denn hier los? Also wir mussten halt anbauen. Moin Steffi. Hey. Hi. Mit den Dingern. Da vorne fährt. Ran an den Altar. Das ist schwer. Das sind 2 Paletten. 4 Menschen, 4 Ecken. Ja, das sagst du so. Ja, ja, genau. Richtig an den Altar? Komm jetzt da dran. Richtig rein? Ve işte zamanı geldi. Komünyon maratonu başlıyor. Korona önlemleri nedeniyle gruplar birbiri ardına geliyor. Ve sıra Zibner adlı ikizlerde. Ihr habt Ja gesagt zu unserer Kirche, zu eurem Gott. Und Ja sagen heißt zu allem. Und ein Teil von dem allen ist das Abendmahl. Und es ist so schön, dass wir das jetzt gemeinsam miteinander feiern dürfen. Dies ist mein Leib, der ist für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Christi Leib, für dich gegeben. Ich halte den Kurs wahr. In Zeiten von Corona können wir uns nicht die Hände geben, aber wir können den hier machen.
Du musst mit. Die andere Seite, die gibst du deinem Bruder und du gibst mir auch eine. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird niemals wandeln in Finsternis, sondern erhalten das ewige Leben. Und so geht hin, im Frieden des Herrn. Amen. Ekip olarak bir haftayı bu küçük köyde geçirdik. Kimse olumsuz bir açıklamada bulunmadı, kapalı kapılar ardında bile. Aksine şunları söylediler. Ich kenne es noch aus meiner Jugend beziehungsweise auch späteren Zeit, wo es ja wirklich versteckt werden musste und heute finde ich es gut, dass es so ist. Macht Spaß, wie sie sich in der Gemeinde bewegt, wie ihre Gottesdienste macht. Ihre Partnerin passt super dazu, die dann auch noch mit einspringt. Weil sie irgendwie ja, freundlich, sympathisch und geht auf die Leute zu, also finde sie gut. YouTube kanalı da gelişmeye devam ediyor. Almanya'da Facebook'un akıllı kahraman ödüllerinde ikinciliği kazandılar. Para ödülü 10 bin euro. Aber es stimmt, die Zeitungen und die ganzen Artikel sind da. Wir werden ständig angerufen und Leute schreiben uns und freuen sich mit uns. Es muss also wirklich wahr sein. Tebrik edenlerden biri de bölge piskoposu. Sonunda patrondan övgü geliyor. İyi dileklerini Twitter'dan iletiyor. Herzlichen Glückwunsch an Anders Armen. Herzlichen Glückwunsch an Steffi und Ellen Radke. Es war und ist großartig. Machen Sie weiter. Anders Armen aslında çok yönlü bir başarı öyküsü. Ich glaube, das Schönste, was wir erreichen könnten, wäre, dass wir nicht mehr anders sind. Dass wir in der Kirche einfach und auch in der Welt einfach nur noch sind. Dass wir dann einen Seniorenkanal über Inkontinenz haben oder was auch immer, aber kein anders mehr vorkommt. Sondern inkontinent Armen? Ja. Also anscheinend haben wir den Kanal, bis wir alt und grau sind. Ja.